Moin. Im heutigen Tutorial gucken wir uns einmal Tinkers Construct an. Auch hier wieder die aktuellste Version, ATM 7, heißt das Modpack, und die Minecraft-Version ist die 1.18.2. Und Tinkers Construct ist hier in der aktuellsten Version 3.5.1.31 für die 1.18.2 vorhanden. Gut, dann fangen wir einmal an. Tinkers Construct ist für Werkzeuge, Waffen, Accessoires am Charakter, Erweiterungen, Upgrades etc. Das Coole an Tinkers Construct ist erstmal grundsätzlich, dass die Werkzeuge oder auch die Waffen nicht kaputt gehen. Beziehungsweise sie könnten unbrauchbar werden, die Haltbarkeit auf Null ist, aber sie gehen nicht kaputt, also sie verschwinden nicht. Ihr könnt die immer wieder reparieren. Das nächste ganz coole ist, dass ihr diese Werkzeuge benennen könnt. Die heißt jetzt hier Stone-Spitzhacke, aber ihr könnt die auch XYZ nennen. Und das nächste ist, wir haben hier unterschiedliche Upgrade-Möglichkeiten. Und das alles gucken wir uns jetzt im Verlauf des Tutorials an. So, erst einmal benötigen wir Muster. Diese Muster sind quasi das Erste, was wir für Tinkers bauen und benötigen. Das Rezept ist relativ simpel hier und von den Mustern sollten wir sehr, sehr viele bauen. Um dann die erste Werkbank aus Tinkers bauen zu können, benötigen wir dieses Rezept hier und daraus kommt dann die Bastlerstation. Die Bastlerstation ist dann auch direkt das erste Herzstück. Und zwar hier haben wir auf der linken Seite die möglichen Tools, die wir herstellen können. Auf der rechten Seite wird uns ein bisschen was erklärt und in der Mitte packen wir die Ressourcen rein. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gerne Spitzhacke bauen, klicke ich die hier links erstmal an. Jetzt sagt mir die Bastlerstation, ich brauche drei Komponenten und hier unten rechts steht auch, was für Komponenten ich benötige. Davon gibt es auch ein Upgrade, das ist der Bastler-Amboss. Der steht direkt daneben. Der Bastler-Amboss hat ebenfalls bis zur Spitzhacke all die Standard-Tools, hat aber darüber hinaus noch erweiterte. Und hier fängt Tinkers eigentlich erst an, richtig cool zu werden. Ihr könnt die Sachen hier genauso bauen, wie auch die, ich sag mal, Tier 1 Tools. Wenn ihr diese beiden Sachen habt, ihr könnt auch erstmal mit der Bastlerstation anfangen, das würde ich euch auch empfehlen, bauen wir die dritte Werkbank. Und das ist die sogenannte oder der sogenannte Bauteilkonstrukteur. Der wird so gebaut, auch sehr simpel. Und der Bauteilkonstrukteur ist dann unser Herzstück für die Komponenten. Wir brauchen auch hier wieder Muster. Erst mit Muster aktiviert ihr diesen Konstrukteur. Jetzt könnte ich hier hin und her klicken und würde auf der rechten Seite sehen, wie viele Musterkosten ich denn habe. Also wie viele Muster dann verschwinden, wenn ich das baue. In dem rechten Slot hier kann ich entscheiden, in welchen Materialart ich das denn bauen möchte. Ich kann also zum Beispiel sagen, ich möchte gerne in Holz bauen, dann bekomme ich jetzt einen Breitachskopf raus. Oder ich sage, ich möchte einen Stein bauen, dann bekomme ich eben halt genau denselben Stein raus. Und so gibt es halt unterschiedliche Komponenten von den Ressourcen her. Auf die gehen wir jetzt nicht alle ein. Das Ergebnis ist aber erstmal für den Start dasselbe. Deswegen fangen wir jetzt mal mit Holz an. Wir haben jetzt gerade hier gesehen, für eine Spitzhacke benötige ich ein Pickhead, einen Werkzeuggriff und eine Werkzeugbindung. Und die stellen wir uns jetzt erstmal her. Hier haben wir das Toolbinding, ist anscheinend noch nicht übersetzt. Dann haben wir den Toolhandle. Und wir haben den Pickhead. So, relativ simpel hergestellt. Damit gehen wir jetzt wieder zur Bastlerstation, klicken hier wieder auf die Spitzhacke drauf und packen die einzelnen Komponenten jetzt hinein. Und schon hätten wir unsere erste Tinkers-Spitzhacke. So, diese Tinkers-Spitzhacke können wir jetzt natürlich mitarbeiten. Wir können hier aber auch mit Steuerung uns ein paar, ich sag mal, Attribute angucken. Mit Umschalttaste haben wir Statistiken. Aber viel interessanter wird es jetzt eigentlich mit den Upgrades. Und das ist auch das Herzstück von Tinkers. Die Upgrades können wir in beiden Werkbänken mit dem links oberen Button aktivieren. Wir nehmen jetzt erstmal den von der Bastlerstation. Und wenn wir jetzt hier die Spitzhacke einfach reintun würden, würden wir erstmal auf der rechten Seite die Attribute sehen. Und wir sehen unten Modifikationen. Es gibt jetzt ganz viele unterschiedliche Modifikationen. Und hier ist dann das Buch Kleine Schmelzerei sehr wichtig. Grundsätzlich bei Tinkers, auch wenn ihr euch Tutorials anschaut, ihr benötigt auf jeden Fall die Bücher. Weil man kann sich gar nicht alles merken. Es gibt so viele Variationen, die ihr bauen könnt. Das in ein Video zu packen, wäre das Video 2 Stunden. Mindestens. Also wir öffnen jetzt mal das Buch und sehen jetzt hier Upgrades. Auf die ganzen anderen Themen aus diesem Buch gehen wir im nächsten Video ein oder in einer der nächsten Videos. Uns interessiert jetzt erstmal der Bereich Upgrades. Der ist eben halt im zweiten Buch. Halber Schritt zurück. Das erste Buch sind die Materialien und du. Das zweite Buch ist die kleine Schmelzerei. Aber wir wollen uns jetzt einmal die Upgrades angucken. Und zwar gehen wir hier auf Upgrades. Dann sehen wir schon, grundsätzlich gibt es anscheinend sehr viele Upgrades. Wir gehen jetzt mal ein, zwei durch.
Und zwar zum Beispiel Diamant. Wenn man Diamanten auf unser Tool upgraden, kriegen wir mehr Haltbarkeit, wir kriegen einen schnelleren Mining Speed oder einen Attack Damage, wenn es eine Waffe ist. Beziehungsweise auch bei Werkzeugen. Und bei Redstone kriegen wir zum Beispiel erhöhtes Mining Speed und hätten hier auch die Möglichkeit, mehrere Levels hinzuzufügen. Das zeige ich aber gleich nochmal. So gibt es ganz viele unterschiedliche Upgrade-Möglichkeiten und es gibt auch noch einige mehr, als in diesem Buch hier zu sehen sind. Aber wir wollen uns jetzt mal ein, zwei Sachen angucken. Und zwar habe ich ja hier meine Spitzhacke drin und jetzt habe ich hier meine Diamanten. Wenn ich jetzt die Diamanten einfach hier reinpacke, sehe ich schon, was ich ganz cool finde, optisch ändert sich die Spitzhacke in eine neue. Wir haben jetzt ja auch hier unten rechts gesehen, ich nehme den Diamant nochmal raus, wir kriegen eine neue Modifikation hinzu. Und sehen jetzt, auch im oberen Bereich ändert sich einiges. Wir hatten ja gerade gesehen, ein Diamant erhöht die Haltbarkeit. Und ihr seht, wir haben einfach mal 500 Haltbarkeit hinzubekommen. Des Weiteren haben wir jetzt auch einen erhöhten Attack Speed. Und das Coole ist, wir haben ja aktuell auf dieser Holzspitzhacke auch nur die Möglichkeit, Holz abzubauen. Also ist ein bisschen sinnlos für eine Spitzhacke, aber egal, wir können Holz abbauen. Wenn wir das mit einem Diamanten upgraden, upgraden wir das auch sofort auf die Tierstufe von Diamant. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann habe ich jetzt eben halt die erweiterte Spitzhacke. So, und jetzt können wir uns das nochmal mit Redstone angucken. Ich tue also wieder die Spitzhacke hier hinein. Jetzt packe ich mal ein bisschen Redstone hinzu und sehe, es ist ja auch so ein roter Bereich hier hinzugekommen. Wir haben im Prinzip das Mining Speed jetzt erhöht. Upgrades haben wir auf 1 reduziert, weil wir jetzt gerade ja ein Upgrade hinzufügen und haben Idle hinzugefügt. Auch das nehme ich mir jetzt einmal raus. Ich könnte das jetzt nochmal hier reintun und sehe, ich habe jetzt hier unten den Begriff Eiliger. 19 von 45. Der Mining Speed ist ja aktuell auf 8 und mit dem nächsten Upgrade wäre es auf 9,6. Das heißt, ich kann das jetzt so upgraden und jetzt habe ich meine 8, 19 Redstone dafür quasi investiert, um Eiliger zu bekommen. So, und das können wir jetzt natürlich noch weiter leveln. Ich tue jetzt mal wieder einen Stack rein, hätte jetzt den tatsächlichen Eiliger vollgelevelt mit dem Mining Speed 12 und bin dann quasi auf der maximalen Geschwindigkeit. Und so müsst ihr euch auch einfach mal durchklicken, dass ihr gewisse Dinge noch weiter upgraden könnt. Mit einem Diamant geht das zum Beispiel nicht. Hier steht, Diamantlevel kann nicht größer sein als 1. Also nicht alles könnt ihr noch weiter upgraden. Wenn wir genau dasselbe jetzt mit einer Steinspitzhacke machen, heißt also, das Ausgangsmaterial ist hier nicht Holz, sondern Stein für die Tools-Komponenten, sehen wir jetzt auch hier unten, wir haben jetzt genau dasselbe, aber in besserer Version. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Haltbarkeit auf der Holzspitzhacke von 560 und bei Stein von 616. Und wir haben ein Mining Speed bei Stein von 14,2 und auf Holz von 12. Das heißt, das Ausgangsmaterial ist auch sehr wichtig für die jeweiligen Upgrades, die ihr dann draufpackt. So, das nächste, was sehr interessant ist bei Tinkers, ist, ihr könnt eigentlich keinen Fehler machen. Und zwar, jetzt haben wir uns ja gerade angeguckt, dass Stein logischerweise besser als Holz ist. Wenn ihr jetzt aber angefangen habt mit Tinkers, werdet ihr vielleicht zum Start wirklich mit Holz anfangen. Oder mit Stein und merkt dann später, Eisen ist noch cooler oder Netherit. Ihr könnt eure bereits gebauten Tools auch umwandeln. Das bedeutet, jetzt habe ich mir einfach mal eine Stone Pickaxe gebaut. Ich gehe nochmal auf den Bastler-Amboss und packe dort jetzt meine Oakwood-Spitzhacke rein, also die ich aus Holz gebaut habe, komplett aus Holz. Und die ist auch schon abgegradet, wie ihr hier seht. Jetzt packe ich da aber meine Stone-Pickette rein und ihr seht, ich kann ihn umwandeln. Das heißt also, ich kann jetzt auch schwächere Tools in größere umwandeln. Und dafür muss ich nicht das gesamte Tool neu bauen und vor allem auch nicht die Upgrades verwerfen. Also in dem Fall haben wir jetzt hier, wir wechseln den Kopf gegen die Steinvariante und haben dann auch den erhöhten Mining Speed, wir haben die erhöhte Haltbarkeit und haben das jetzt einfach mal gemacht. Genauso können wir das natürlich auch mit allen anderen Tool-Komponenten machen und so können wir auch von Anfang an eigentlich unsere erste Spitzhacke bis ins Endgame nehmen. So, und jetzt möchte ich euch aber auch noch die erweiterte Variante von den Tools zeigen. Und zwar den Vorschlaghammer. Den Vorschlaghammer bauen wir genauso hier unten rechts mit den Komponenten, die wir auch allesamt aus dem Bauteilkonstrukteur bekommen. Das heißt, ich packe die jetzt rein, ich habe das schon vorbereitet. So, und jetzt haben wir den Stone-Vorschlaghammer. So, und jetzt möchte ich euch einmal den Unterschied zeigen. Wir haben einmal diese Spitzhacke, die für sich schon extrem schnell ist, die haben wir ja vorhin abgegradet. Aber dieser Hammer hat nochmal eine viel coolere Fähigkeit. Und zwar, wie ihr hier schon seht, er macht ein 3x3-Feld weg. Und das auf einmal. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass wir auch diesen Hammer natürlich noch upgraden können. Und das ist erst der Anfang von Tinkers.
In den nächsten Videos werden wir uns auf jeden Fall noch die Schmelze anschauen und auch die weiteren Upgrade-Möglichkeiten der Tools. Wenn ihr noch Fragen zu einzelnen Bereichen der Upgrades oder auch vielleicht von den Büchern habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Dann kann ich die Fragen eventuell in den Kommentaren beantworten oder auch in den nächsten Videos mit reinnehmen. Und dann viel Spaß mit Tinkers.